One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Guten Morgen, Leute. So, ich werde mich jetzt mal an Marens Auto begeben, weil das hat richtig, richtig gelitten, das Auto. Sie hat echt alles gegeben. Alles hat sie gegeben. Ich muss das auch einfach zeigen, Schatz, weil shame on you. Du hast mir gesagt, du willst dein Auto gut behandeln. Was ist das? Was ist das? So, ich fahre jetzt damit zu einer Handwäsche. Und dann machen die den sauber. So, da hinten wird er gewaschen gerade. Hat er auch nötig. So, hallo ihr Lieben. Ich habe mich jetzt eben fertig gemacht. Ich gehe nämlich jetzt gleich kurz zum Orthopäden. Und ja, ich habe meine Nackenschmerzen. Das ist ja schon nichts Neues mehr. Und ich kriege halt regelmäßig Spritzen in den Nacken rein, weil es wirklich teilweise nicht auszuhalten ist. Und damit wird mir einfach dann über einen längeren Zeitraum geholfen. So sieht's aus. Jetzt habe ich gerade Lian ins Bett gebracht, beziehungsweise Tobi hat's versucht. Dann hat er aber die ganze Zeit nach mir gerufen. Dann bin ich hin, habe ihn so Itzy Bitsy Spider vorgeflüstert, tatsächlich. Also so ein Flüstersing. Oh, beide sind eingeschlafen. Jetzt liegt Tobi oben mit Lian und pennt. Und ich fahre jetzt mal zum Orthopäden, würde ich sagen. Die zwei machen mal ihren Nap und ich fahre jetzt mal los. So Leute, ich bin jetzt gerade im Aufzug und raus aus meinem Termin, habe einige Spritzen in den Nacken gekriegt. Ich weiß nicht wie viele, es waren einfach sehr viele. Ich habe mir jetzt gerade mal was anderes angezogen, weil es ist wirklich richtig, richtig kalt geworden. Immerhin regnet es nicht. Wir wollen vielleicht gleich noch auf den Gertrudenhof fahren, mal schauen. Ja, deswegen, langsam kommt das cozy Weather. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ja, und ich bin gerade dabei, beziehungsweise habe gerade Liens Matratze wieder neu bezogen. Das ist das Coole, man kann die Matratze abziehen und kann das hier waschen. Das ist richtig, richtig genial. Lian hat ja eine Emma-Matratze. Fragen nach wie vor immer sehr viele nach, welche Matratze wir haben für Lian. Und das ist diese hier. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde sie so bequem. Jedes Mal, wenn ich mit Lian im Bett liege und mit ihm Bücher lese, will ich eigentlich gar nicht aufstehen, weil es einfach so unendlich bequem ist. Also, falls ihr eine Matratze sucht für eure Kleinen, oder für euch selber auch. Die haben wirklich alle Größen gefühlt da, die es gibt. Und das hier ist jetzt die Emma 25 Hybrid Matratze. Ich habe euch das ja schon einige Male gesagt, dass unsere Matratze hier von Lian, von Emma Matratze ist. Und wenn ihr Lust habt, ihr könnt sehr, sehr gerne einfach mal bei denen auch vorbeischauen. Wie gesagt, ihr habt da gar kein Risiko. Ihr habt sogar jetzt einen Code von uns, und zwar die Wolves. Den könnt ihr auch sehr gerne benutzen. Wir haben euch auch einfach mal in die Infobox einen Link reingepackt. Und ja, ihr habt echt kein Risiko, wenn ihr sagt, okay, die Matratze ist doch nicht das, was ich möchte. Habt ihr einfach wirklich eine Garantie darauf, dass ihr erstens die 10 Jahre Garantie und ihr könnt auch nach 100 Nächten sagen, nee, die ist doch nichts für mich. Ich brauche irgendwas anderes. Und dann ist das wirklich easy, weil ihr könnt sie auch einfach abholen lassen. Das ist wirklich entspannt. Und ja, also könnt ihr super gerne unseren Code, die Wolves, benutzen.
Nutzung, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr da fündig werdet. Und ja, wie gesagt, Link ist in der Infobox. Ja, und wir fahren jetzt zum Gertrudenhof, ein paar Kürbisse holen, damit wir hier so richtig geil in den Herbst-Vibe reinkommen, würde ich mal sagen. So, wir sind jetzt am Gertrudenhof und ich habe jetzt gerade schon mal für Lien einen Crepe geholt und für Mama und mich habe ich Flammkuchen geholt, Veggie und Kürbis. Und es ist so süß einfach hier. Es ist richtig, richtig schön. Und der Lien, der ist da. Komm mal her. Es ist wirklich richtig schön und ja, wir genießen das jetzt noch ein bisschen und laufen hier noch ein wenig rum und essen. Wie geil sieht das bitte aus? Für uns gibt es jetzt Flammkuchen. Lien hat schon seinen Crepe inhaliert. Sehr lecker. Mm. Und so bunt. Mit Kürbis und Feta. Und hier ist so mit Creme fraiche und Lauchzwiebeln und Paprika. Sehr lecker. Mm. Ich habe ein paar Kürbisse mitgenommen. Ein bisschen Deko jetzt so für unseren Eingangsbereich. Ich liebe das ja. Und Tiere werden auch gerade fleißig gefüttert. Nein, die will nicht. Der ist frech. Der ist frech. Komm, wir gucken mal weiter. Vielleicht wollen da hinten noch die Tiere was. Ja, also waren sehr erfolgreich. Die, was war das eben nochmal? Flammkuchen waren sehr gut. Ah. Wirklich sehr gut. Ich habe die Haare geschnitten, aber nur die Seiten. Ich lasse oben drauf gerade wieder wachsen, weil ich bin gerade so müde geworden. So müde und zwar immer dann, wenn er am Fade gearbeitet hat mit dem Rasierer. Und dann die Summe am Ohr. Keine Ahnung, warum mich das so beruhigt. Aber ich sag so da, der so, Bruder, alles gut. Ich so, naja, einfach nur müde. Einfach nur müde. Und das Geräusch hat es auch nicht besser gemacht an meinem Ohr. Das war echt, boah, gerade so ein richtiges Down. Aber egal, jetzt schnell nach Hause. Denn, ja, ich gehe mich jetzt kurz abduschen, damit die ganzen kleinen, feinen Haare weg sind. Zieh mir noch was an und dann geht's zum Elternabend. So Leute, ihr seht, das Video ist ein bisschen aktueller. Ich mache hier noch ein bisschen Rödel, bevor ich los muss. Ja, ihr werdet morgen auf jeden Fall in dem Vlog sehen, dass der Teil hier im Haus mal ein bisschen endlich herbstlich dekoriert wird. Das wird sehr, sehr schön. Maren hat dafür viel eingekauft. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, das war's dann erstmal hier vom Vlog. Ne? Ich verabschiede mich dann damit, indem ich hier noch den Schoner von Liam wieder drauf mache, der frisch gewaschen wurde. Und dann würde ich sagen, adios, muchachos. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns morgen wieder. Peace.